Hallo und herzlich willkommen zu diesem relativ spontanen Video. Wie ihr bereits am Bild oder am Titel erkennen könnt, es geht um Twitter oder besser gesagt um sein Ende. Weil Twitter ist tot, es gibt kein Twitter mehr. Twitter heißt nämlich jetzt X. Auch ein komisches X-Logo, das ich hier nicht einblende und auch nicht auf das Thumbnail packe, weil ich dieses neue Logo total verabscheue und hasse und jetzt folgendes. Es gibt kein Twitter mehr. Für mich jedenfalls nicht mehr. Ich habe bereits meine Accounts, also den Hauptaccount Kip Supernova, der ist noch aktiv. Alle anderen Accounts, die ich nutze oder genutzt habe, habe ich alle deaktiviert. Es sind jetzt noch zwei Accounts von mir aktiv. Das ist dieser hier. Das ist Kip Supernova und Marshall Dog Puppy, mein Furry-Account. Alle anderen sind deaktiviert. Ich werde aber auch Marshall und Kip demnächst deaktivieren, sollte nicht nochmal eine 180 Grad Kehrtwende eintreten und Mr. Musk wird seinen Fehler eingestehen oder einsehen, wird auch meine Präsenz auf dieser Plattform verschwinden. Jetzt werdet ihr sagen, hey Kip, man kann ja auch auf der Plattform immer noch das machen, was man vorher gemacht hat. Man kann Nachrichten schreiben, Bilder teilen und seine Meinung sagen. Seht ihr, ich sage nicht mehr tweeten, ich sage Nachrichten schreiben, weil es soll ja auch nicht mehr tweeten heißen. Es soll ja Xen heißen oder wie auch immer, weil diese ganze Plattform wird komplett umgewandelt in X. Der Vogel als Logo verschwindet oder ist bereits schon verschwunden. Und er ist sogar schon vom Firmengebäude entfernt worden. Ich würde sagen, ja, warum regst du dich auf? Man muss mit der Zeit gehen. Das Ding ist eben gekauft worden, wird jetzt umbenannt, aber es geht ja nicht auf die Verpackung an, sondern auf den Inhalt. Ja, das stimmt. Aber es gibt andere Änderungen, die Elon Musk an dieser Plattform vorgenommen hat, die nicht nur mir, also ich bin da nicht alleine, sauer aufgestoßen ist. Das hat angefangen mit, dass es keine Lifetime-Bans mehr gibt, also ein Mann wie Donald Trump oder auch irgendwelche Rechtsradikalen oder überhaupt radikale Leute können nicht mehr Lifetime gebannt werden, sondern können nach einer gewissen Zeit wieder auf Twitter aktiv werden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Drachenlord immer noch auf Twitter aktiv ist und sein neuer Account noch nicht weggemeldet wurde, weil es keine Lifetime-Bans mehr gibt auf Twitter. Oder auf X. Das ist der erste Grund. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Geld. Also die blauen Verifizierungshäkchen gibt es jetzt gegen Geld. Jetzt würde ich ja sagen, ey Kip, das macht doch Facebook jetzt seit neuestem auch. Mark Zuckerberg hat das ja auch erklärt. Das Problem ist, auch große Persönlichkeiten oder wirklich wichtige oder bekannte Leute wie Gronkh oder Unge und so weiter, müssen dieses Häkchen auch bezahlen. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt ein blaues Häkchen für, was kostet es, 5 Euro oder so im Monat, hole, dann stehe ich plötzlich auf Twitter, auf X, auf einer Stufe mit Leuten, die sich das verdient haben. Versteht ihr? Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich der wichtigste, ist, Elon Musk hat Twitter nicht erfunden und mitentwickelt. Er hat einfach was gekauft, was schon da war. Meiner Meinung nach wegen der extremen Reichweite und wegen dem Bekanntheitsgrad und wegen dem Traffic, wo auf der Seite stattfindet, hat er das Ding einfach gekauft und macht jetzt sein eigenes Ding draus. Ja. Toll, jetzt, ich meine, es geht ja schon rum, ja, aus Rider wurde ja auch Twix und so weiter und so fort. Die Sache ist die, man assoziiert mit bestimmten Symbolen eine bestimmte Marke. So, mit dem Vogel, hier rechts von mir im Bild, assoziiert man Twitter. Jetzt denkt Musk, wenn er einfach alles umändert, hat er eine eigene Plattform und das ist eben nicht der Fall. Das erste sind die User. Ich bin wirklich vor zwei Entscheidungen gestanden. Entweder ich bleibe und mache bei diesem Protest mit und lasse mich nicht vertreiben von dieser Plattform
oder ich gehe. Und ich habe mich entschlossen zu boykottieren und ich will jetzt dazu nicht aufrufen, also jeder kann machen, was er will, aber ich würde es toll finden oder gut finden, wenn man dieser Plattform jetzt den Rücken kehrt. Das ist das einzigste Mittel, was wirkt, letztendlich bei den Aktionären, weil wenn die Aktie dann in den Keller geht, wenn diese Plattform unbeliebt ist, dann überlegen sich die Aktionäre oder die Leute, die da auch noch ein Wörtchen mitzusprechen haben, ob der Kurs, den Elon Musk da einschlägt, richtig ist. Meiner Meinung nach ist er falsch. Er zerstört die nach Facebook das größte soziale Netzwerk der Welt, meiner Meinung nach, und er öffnet Leuten, die Geld haben, Tür und Tor, sich blaue Häkchen zu holen und einfach irgendwelche Scheiße dort zu verbreiten. Ja, ich identifiziere mich damit nicht mehr. Twitter ist weg. Deswegen, egal was jetzt auf dieser Plattform stattfindet, ich krieg's nicht mehr mit. Ich will es auch nicht mehr mitkriegen. Ich kehre dem Ganzen den Rücken. Zum Abschluss vielleicht ein kleiner Vergleich. Stell euch mal vor, irgendein Multimilliardär würde jetzt einfach Disney kaufen, würde Disney umbenennen in Z, würde die Mickey Maus ersetzen durch ein Schwein und würde dann sagen, hey, Leute, freut euch, es ist doch noch dasselbe wie vorher, oder etwa nicht. Und ich weiß, manche würden jetzt sagen, hey Kip, deine Figur ist doch auch übernommen worden aus einem Film. Ja, das stimmt. Ich mache auch mein eigenes Ding daraus. Aber ich habe nicht den Film gekauft und schmiede jetzt einfach einen anderen Titel darüber. Was das angeht, kann ich gerne nochmal gesondert etwas dazu erklären, wenn überhaupt jemand dieses Video sieht oder überhaupt jemand sich an dieser Diskussion äußert. Das soll es von mir gewesen sein. Kip Supernova, over and out, und ja, Ruhe in Frieden, Twitter. Tschüss.